Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiele und Siedlerfreunde, zu die Siedler 6, Aufstieg eines Königreichs. So, wir steigen gleich in Mission 4, nämlich Nachfang, ein. Mal gucken mal, was da zu tun ist, im hohen Norden. Immer dran denken, der Norden vergisst nie. Euer Majestät, ich bringe Neuigkeiten aus dem Norden. Die Wikinger sind zurück. Sie operieren von Stützpunkten an den Narfangfjorden aus. Ich kenne die Gegend dort gut. Ein Lager der Wikinger befindet sich hier im Westen, jenseits des Flusses. Es wird gut geschützt, doch die meisten Wikinger werden sich auf einem ihrer Raubzüge befinden, wenn wir dort eintreffen. Wir sollten an der Küste südlich der großen Fjorde an Land gehen, um dort einen Stützpunkt zu errichten. Sobald wir eine eigene Siedlung aufgebaut haben, können wir den Wikingern auf Augenhöhe gegenübertreten und einen Weg finden, ihre Raubzüge zu beenden. Ein Dorf namens Breck liegt hier irgendwo nördlich. Es wird von einem Wikinger-Clan bewohnt, der sich als nützlicher Verbündeter erweisen könnte. Es dürfte ein leichtes sein, diese Nordmänner zu verjagen und ihr Land für euch in Besitz zu nehmen. Schickt mich als eure Gesandte dorthin. Sie ist sehr aggressiv, wie man merkt. Deswegen ist es auch einer der Gründe, warum ich sie niemals auswählen werde. Wir können uns aber trotzdem mal kurz ihre Ritterinformation ansehen. Ich weiß, wie die Steuereintreiber mehr Gold aus den Siedlern herausbekommen. Ich kann mir die Einnahmen eines Gebäudes in der Nähe unter den Nagel reißen, ohne dass es jemand merkt. Ja, sie ist halt einfach nur auf Geld fixiert. Aber wie wir schon in den ersten Missionen gemerkt haben, ist das Geld oder das Gold nicht so das Problem. Deswegen ist sie meiner Meinung nach der unnützeste Ritter in der gesamten Tafelrunde. Gucken wir mal, was unsere anderen drei Ritter für Argumente haben, warum wir sie schicken sollten. Äußerst verdächtig. Shalia hätte die Wikinger eigentlich eines Besseren belehren sollen. Da steckt mehr dahinter. Ja, das meint Elias. Der ist nur auf die Wikinger fixiert. Die junge Lady scheint nicht zu verstehen, dass unser Ziel der Schutz ist, nicht die Eroberung. Schickt mich. Alandra bringt es eigentlich auf den Punkt. Siedler 6 ist eigentlich ein nettes Spiel. Kein gewalttätiges Spiel. Deswegen auch der niedrige FSK. Und ja, wir sollen eigentlich nicht erobern, wir sollen Freundschaften schließen. Was mit Marcus? Bei allem Respekt, wollt ihr wirklich einen Banditen als Botschafter entsenden? Erlaubt mir, als besseres Vorbild zu dienen. Ja, und deswegen nehmen wir auch Marcus, weil das ist jetzt unsere erste Mission, wo wir wirklich stark militärisch vorgehen müssen. Und da ist er mit seinem Militärvorteil gerade am besten für geeignet. Deswegen schicken wir auch gleich Marcus los. Wir müssen eine eigene Basis in Narfang aufbauen. Dann können wir Kontakt mit dem Dorf Breck aufnehmen und herausfinden, warum die Wikinger unsere Küste überfallen. Mhm. Folgen wir dem Pfad zu diesem Dorf namens Breck. Hoffentlich ist uns dort jemand freundlich gesinnt. Also hier unten haben wir jede Menge Fisch. Und wo haben wir überall Holz? Hier oben ist gut Holz. Also errichten wir hier. Und am besten auch hier eine Holzfäller hätte jeweils. Und das bisschen Holz hier können wir auch noch nehmen. So. Schließen Straßen an. Dann errichten wir hier unten zwei Fischerhütten. Schließen auch die an die Straße an. Und ja, eine Räucherei sollte erst einmal reichen. Und ja, wir müssen Breck entdecken. Sofort.
Auf euren Gucken Befehl. Wir uns erstmal das Nachbargebiet an. Wir brauchen auch auf jeden Fall Tiere. Sonst können wir es nämlich vergessen. Oh, hier ist eine zerstörte Siedlung und ein paar Tiere und unser Steinbruch wäre auch hier. Und das Erobern könnten wir uns sogar gerade leisten. Das mache ich aber erst, wenn wir hier unsere Grundwirtschaft etabliert haben, also gerade unsere Holzfällerhütten auf Max haben. Also ja, wir werden wahrscheinlich keine oder kaum Würste produzieren. Auf euren Befehl. Jedenfalls gerade am Anfang werden sie sich von Räucherfisch ernähren müssen. So, hier wäre Eisen. Und ja, wir sind im hohen Norden. Das heißt, wir haben noch eine Sache, auf die wir achten müssen. Der Winter ist länger. Der Winter fängt schon im Oktober an, also Weizen und Honig. Im November dann der Fisch und geht bis in den März rein. Das heißt, wir sind 4 Monate fischlos und 6 Monate, also das halbe Jahr über, weizenlos. Das heißt, wir müssen auch unsere Bemühungen, was den Weizenanbau angeht, erhöhen. Wenn es sein muss, mit einer zweiten Farm. Also ja, wenn wir den Sektor auch eh einnehmen müssen. Man sieht, hier ist viel Ackerland. Hier wäre auch genug Ackerland. So, die Holzfällerhütten werden auf Maximum ausgebaut. Du bist schon auf Stufe 2. Gehen wir nicht mal auf Stufe 3 schon mal hoch. Die Fischerhütten lasse ich jetzt mal auf Stufe 2. Sie haben es ja nicht, eh nicht weit zum Marktplatz. Und ich habe eh 2 Stück. Wenn ich merke, dass der Fisch knapp wird, dann kann ich sie immer noch ausbauen. Und ja, die Burg sieht hier auch ganz anders aus. Lagerhaus und Kirche nicht wirklich, aber die Burg hat einen nordischen Stil hier. Was ich auch ganz cool finde. Wie ihr wünscht. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall genug Freiraum für eine Weizenfarm. Und für unseren Steinbruch und für einen Jäger, der uns dann Tiere für die Klamotten liefert. Sofort. So, das Gebiet nehmen wir ein. Hier geht's nach Bräg. Wie ihr wünscht. Gucken wir erstmal, was in dem Gebiet ist. Also ja, immer unseren Ritter schön erkunden lassen. Ei. Hier ist nur karges Land. Mit Kühen. Alles klar. Wir haben ein Territorium. Und ab hier fangen wohl, wie ihr wünscht, die Wikingergebiete an. Ja. Alles klar. Die Wikinger beschützen auf jeden Fall ihre. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ihren Zugang über den Fluss, über die Fjord. Hier sind Wölfe. Und eine Ruine und Schafe werden hier noch. Ja, und das Restliche ist das Dorf Bräg. Schon unterwegs. Ich glaube, hier in dem Sektor waren keine Tiere, nein. So, wir haben das Territorium eingenommen. Das heißt, wir etablieren hier jetzt erstmal einen Jäger.
einen Jäger und einen Steinmetz. Machen hier mal die Straße fertig. So. Und errichten auch gleich eine... Das ist eine Weizenfarm jetzt gewesen, oder? Ja, das ist eine Weizenfarm. So, das sind 5 Felder. Erhöhen wir mal auf 8 Felder. Gut. Und da fängt auch schon der Winter an. Ja, das heißt, wir haben nur noch einen Monat lang Fisch. Da wir genug Fisch gerade im Lagerhaus haben, einigermaßen, bauen wir auch gleich eine zweite Räucherei. Und hoffen einfach mal, dass Fisch jetzt noch reinkommt. Wie ihr wünscht. Und dann nehmen wir mal die Hauptstraße da Breck rein. Bauen die Räucherei noch aus. Ja, doch gibt es Fisch, weil doch sind wir im Oktober. Schon unterwegs. Seid gegrüßt, Fremder. Ich spreche für meine Leute. Naja, zumindest für einige von ihnen. Ihr seid nicht der einzige Fremde in diesen Landen. Ein Botschafter aus dem fernen Süden war hier, doch er wurde gefangen genommen. Doch das ist im Moment nicht von Bedeutung. Was wirklich zählt, sind Führungsqualitäten, hä? Kehrt zurück, sobald ihr euch Baron nennen dürft. Dann reden wir weiter. Alles klar. Okay, die sind nur bekannt, das heißt, wir können nicht mit ihnen handeln. Jawohl. Das heißt leider keine Schäfchen für uns. Sofort. So, jetzt brauchen wir dann erstmal Geld, um die Burg auszubauen. Und das machen wir erst, wenn der Winter vorbei ist. Am besten. Wir bereiten jetzt lieber mal die Kleidungsherstellung vor. Also ja, in dem Gebiet hier gibt es leider außer dem Eisen und jeder Menge Fläche nichts Wertvolles. Jetzt sein muss, werden wir da eine zweite Farm etablieren müssen. Und hauptsächlich auf Brot und Fisch gehen. Und ja. Es gibt nichts für mich zu tun, weil der Fisch eben eingeeist ist. Da müssen wir warten, bis er taut. Wir haben ja, jetzt November, also, ja, da müssen wir schon ein bisschen warten. Wie gesagt, in der Zeit Gerberei etablieren.
Schon unterwegs. Also ja, es ist echt die Frage, ob sich die vier Kühe hier rentieren, das Gebiet einzunehmen. Schon unterwegs. Oder die drei Kühe, besser gesagt. Ah ne, es ist eine... Ist es eine ganze Kuhherde? Da ist eine. Da sehe ich zwei und da sehe ich noch eine. Also vier sind es auf jeden Fall. Für vier Kühe würde es sich fast sogar rentieren. Und ja, also was jenseits der Fjord hier ist, also hier über den Fluss, können wir uns jetzt gar nicht ansehen, weil da ein Außenposten im Weg ist.